Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Evolve Big Alpha als Monster, um genau zu sein, als Goliath. Ich werde hier wieder auf den Smasher gehen. Und Feeding Speed bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Doch, ich werde den Feeding Speed nehmen. So, diesmal mache ich es richtig, diesmal mache ich es mit dem Schleichen richtig. Ich darf nämlich nicht die Steuerungstaste festhalten, sondern ich muss einmal kurz drücken. Das ist ähnlich wie bei Call of Duty oder auch bei den Spielern beim Sprinten einmal kurz antippen, dann geht er in diesen Sneak-Modus und dann finden die mich auch nicht so schnell. Dann sollte ich es auch schaffen, die Stufen da irgendwie mal durchzumachen. So, der Monster-Tipp. Can you help the other team? Watch their behavior. Okay, das war zu schnell. Da sind wir auch schon im Spiel. Direkt am Wegsneaken. Und wenn wir so langsam gehen, dann können wir auch die Vögel nicht so leicht auf uns aufmerksam machen. Mach mal hier die Dings an und werde mal einfach so einen schönen Bogen laufen. In der Hoffnung, dass das... Shit, da kommen die runter, da sehen die mich ja sofort. Das war jetzt nicht so schlau. Da sind sie abgeworfen worden. Das war jetzt nicht so schlau. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit eingebüßt. So. Und dann irgendwie rechts rum. Oh fuck, da bin ich schon beschossen worden. Da haben die mich schon, oder was? Tatsächlich. Okay, dann Attacke. So, und dann hier hoch. Bin ich hier hoch? Nee. So, kann ich hier irgendwo hochklettern? Hier so ein bisschen sneaken. Und hier vielleicht hoch. Und langsam bewegen ist die Devise. Dann schrecke ich nämlich auch nicht die Viecher auf. So. Dann hier noch hoch und dann suche ich mir was zu fressen. Ne, erst hier noch hoch, würde ich sagen. Mal scannen. Du gehörst mir. Der erste Snack. So, jetzt gehen wir einmal über den Damm, würde ich sagen. Hier gehen wir direkt rein. Das ist ziemlich hoch, aber der hält einiges aus. So, wir müssen aber langsam mal fressen. Hier der Startpunkt. Oder? Ja. Jetzt holen wir uns den hier. So, die nächste Portion. Ja. Ich drehe mich irgendwie immer im Kreis. Egal, jetzt gehen wir mal hier hoch. Denn wenn ich die ganze Zeit was run. Okay.
Was ist der nächste? Ja. Da gibt es auch irgendwelche Boni. Na komm, haust hier rein. Sollten wir nicht aufscheuchen, dann wissen sie, wo wir sind. Da sneaken wir uns mal ganz geschmeidig dran vorbei. Ah, da. Den nehmen wir. Ach, komm. So, jetzt wie Wolf. Ach, komm, wir wolfen jetzt einfach. Wir gehen jetzt hier auf den Rock. Sehr gut. Und schleichen direkt wieder weiter. Abgekriegt. Das heißt, sie sind hinter mir. Fuck, die sind ja direkt vor mir. Okay, jetzt heißt es kämpfen. Okay. Okay, und jetzt hier hoch. Okay. Du bist als erstes dran, Daisy. So, Daisy kann mich wiederbeleben. Aber sie kann keinen Schaden machen. Den hier. Aber sie heilt als. Okay. So, den machen wir noch platt. Okay. Sehr gut. Monster wins. So geht's. Ja, beim Sneaken habe ich es noch nicht so raus, aber das war keine schlechte Runde. Die haben mich auf jeden Fall nicht so schnell gefunden wie vorher. Und einmal konnte ich mich evolven. So, was als nächstes? Oh, und da gibt es das nächste Level. Den Smash. So, mehr habe ich nicht eingesetzt. Wow, da war ich aber gut im Durchschnitt. Zum Global Average, zum globalen Durchschnitt. Da kann man nicht meckern. So, eine Runde machen wir noch, oder? Klar. 10 Minuten hier. Schauen wir nochmal. Die waren die ganze Zeit im Dunkeln. Und dann ging's los. Da haben sie mich dann erwischt. Naja, da sollte man vielleicht ab und zu mal auch einen Haken schlagen. Um dann irgendwie
Aber sowas ganz gut. Immer schön außenrum, die hinterher. Irgendwie gesucht. Zum Schleichen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn man die ganze Zeit mit Steuerung in diesem Sneak-Modus bleibt, in diesem Schleichmodus, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. So, die Ladezeiten sind ja doch recht hoch. Es gibt doch verschiedene Arenen, fällt mir gerade mal auf. The Dam, Distillery. Also es gibt doch da einiges. So, ich würde jetzt auf jeden Fall wieder auf diesen Bodenschlag da gehen mit den Punkten. Und schneller fressen. Damit ich mich eventuell schneller evolven kann, um an die Gegner. Ja, um den Gegnern auch noch einen kleinen Vorsprung zu haben. Allein durch die Stärke. Weil ich glaube, in der dritten Stufe bist du ziemlich gefährlich. Als Monster. Da haben die Gegner eigentlich gar keinen Vorteil. Sie können während des Spiels sich nicht verbessern, sondern sie sind eigentlich darauf angewiesen, das Monster möglichst schnell in der ersten Phase zu kriegen. So, waiting for players. Und dann geht's weiter. Und Cooldown Reduction. Schneller essen. Brauche ich das? 15%. Ja. Bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann ich öfters oder sagen wir schneller meine Sprungattacke einsetzen, bevor sie mich dann kriegen. So, Notre Support fehlt. Neo Now. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Da sind wir fertig. Sieht schon cool aus, das Monster. Oh, das Bild habe ich noch nie gesehen. Ach, das ist das Bild aus meinem Thumbnail. Siehst du mal. Da kam es jetzt so bekannt vor. Im ersten Mal dachte ich, kenne ich gar nicht, aber. Hier im Spiel wird dieser Ladebildschirm nicht so oft gezeigt, oder mir ist er nicht so oft erschienen. Sondern eigentlich immer nur dieses Monster, was so von rechts noch ins Bild reinschaut. Na komm, mach fertig. Die Ladezeiten sind ja schon enorm. Jetzt sind wir soweit. Oh, im Schnee. Eine Runde im Schnee. Hinter mir kommt's runter. Pissen wir uns gleich nach links. Direkt Steuerung rein und. Und weg hier. Mal direkt mal auf die Map. Genau. Möglichst Abstand zu gewinnen. Die Jungs und Mädels lassen wir mal hier geschmeidig beiseite. Und verpissen uns in einen hinteren Teil der Karte. Ich scanne mal. Da oben ist ein fettes Vieh. Die sind ja so kleine. Da ist das. Das könnte ich mir jetzt eigentlich schnappen. Na. Komm. Na, komm, geh mal auf den Sack. Oh, fuck. Schnell wegsneaken, da haben sie mich gehört. Na gut, gegen das Monster zu kämpfen.
War jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee und nicht besonders leise. So. To gain buff. And climb faster, 50% schneller. Okay. Lass doch mal die Map anmachen. Okay, den holen wir uns. Scheiße, nicht mehr rausgeschafft. Okay. Und noch ein Bullschlag auf dem Boden. Na, komm her. Schieß auf mich. So, immer auch. Okay, dann evolve nochmal. Acht, sieben, sechs. So, Daisy. So, 18 Sekunden. So, Daisy. Erstmal ausfuttern. Okay. Maggie Brommer. Thank you.
Okay, das schaffen wir noch. Okay, wir müssen... Fuck. Der Heiler ist echt gut. Okay. Den hole ich mir jetzt. So, der kann nämlich nicht heilen. Nein! Hunter's Win, fuck, das war so knapp. Oh Mann, was ein Mist. Aber gut gekämpft. Mann, Mann, Mann. Kann man hier irgendwie tippen? Nein, kann man nicht. Ah, schade. Das war ja um ein Fitzel. Cool. Spannender Kampf. Ja, ihr Lieben. Das war's mit einer Runde Hunter, Monster in hier Evolve in der Big Alpha. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn eine weitere Beta oder eine weitere Möglichkeit ansteht, auch zu spielen. Level 10 noch erreicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.